Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Ich begrüße dich zu diesem Video und zu diesem Augenblick, in welchem ich die große Freude habe, mit Moritz Schneider einen Augenblick in seinem Studio zu sein. In dem Studio, in dem so viele oder eigentlich alle meine oder unsere Meditationen sozusagen geschöpft und geschaffen werden. Und es ist mir eine große Freude, dich heute mitzunehmen und ja, so ein bisschen über diese personalisierte Meditation zu sprechen, die für uns beide, glaube ich, so ein wichtiger Teil ist unserer Arbeit. Mhm. Und er kam auf die Idee. Wieso eigentlich? Nun, wir haben viele schöne Meditationen zusammen machen dürfen und es war immer so ein tolles Gefühl, ins Feld zu sprechen oder das Feld anzusprechen. Und dann kam mir einfach die Idee, dass es doch ganz schön wäre, wenn man persönlich und individuell anspricht. Also einfach, weil das nochmal anders ins Herz geht, wenn man sich angesprochen fühlt und wirklich, es heißt, hallo liebe Adriane, hallo lieber Moritz, wie fühlst du dich hier? Und so fängt deine Geschichte an und dann wirst du anders abgeholt. Und es geht ja darum, jeden in seinem Prozess abzuholen und da geht die direkte Variante halt einfach noch tiefer. Und so war das die Idee, das mal zu machen. Und genau damit hat er mich nämlich abgeholt, dieses persönliche, personalisierte, dieses mit einer Seele arbeiten zu dürfen, mitzunehmen, was du dir wünschst, ne, von dieser personalisierten Meditation. Deswegen haben wir beide ja dann ein persönliches Gespräch untereinander oder miteinander. Anschließend gehe ich ins Tonstudio und channele für dich das, was dann halt die geistige Welt dir gerne sagen möchte. Und das wiederum, dieses Paket, kommt dann eben zu dir. Mhm. Und dann hat deine Musik und dein Wirken ja wieder diese unglaubliche Chance, über die Musik, die du schöpfst, die Zellen und das Wesen des ganzen Menschen so zu erreichen. Nicht nur die Worte, die durch mich kommen, sondern deine Ebene der Musik. Mhm. Und sag mal, wie machst du das eigentlich? Ja, das Schöne ist, wir finden uns, erstmal ist es, ich habe ja schon manchmal ein paar Mal gesagt, dass es für mich eben spannend ist, was du machst, das Channeln, weil das Musikmachen ist eigentlich das Gleiche, ist nur eine andere Form der Sprache. Also ich empfinde es so, dass Musik einfach allgegenwärtig ist und man darf die abholen und übersetzen in hörbare Klänge. Und bei den persönlichen Meditationen haben wir uns darauf geeinigt, dass es immer ungefähr dieselben 10, würde ich mal sagen, Grundthematiken gibt, wo man sich in einer persönlichen Geschichte befindet. Und das sind lustigerweise eben sehr, sehr oft ähnliche Sachen. Also wir alle haben die gleichen Grundthemen. Ja. Und deshalb war mal die Basis der Musik eigentlich, mich einzulassen auf diese Geschichten, eigentlich auf diese Thematiken. Und dann werden Musiken gemacht zu diesen Thematiken. Und das Nächste, was wichtig ist, um es persönlich dann zu machen, ist, wir nehmen den persönlichen Herzschlag, also den Ruhepuls von jedem und jeder Person, die gerne so eine Meditation möchte. Und wenn das dann in der Musik auf diesen Rhythmus gesetzt wird, also die Musik kriegt genau den Ruhepuls als Tempo, dann ist es einfach das, was das Herz halt gerne hört. Das ist schön gesagt. Das stimmt. Also über die Ohren und das Herz, über die ganze Schwingung, die wir da ja dann erspüren können und aufnehmen, geschieht dann unglaublich viel im ganzen Wesen von uns. Und das wiederum hat mich sehr berührt und inspiriert, weil ich das erfahre durch die Channelings, durch die Worte der geistigen Welt, wie das was auslöst, ne? Wie das was in Schwingung versetzt und dann mit deiner Musik einfach fantastisch. Also wir sind total begeistert davon und es ist eine große Freude und Ehre, mit dir zu arbeiten und mit denen, die uns eben den genau, Auftrag ja. dazu geben, etwas Halleluja. Ja, Persönliches für dich zu schöpfen. Mhm. Also von unserer Seite ist es einfach eine... Wir freuen uns auf dich. Ja, genau. Und jetzt hast du so ein bisschen gesehen, wie das hier stattfindet, wie das geschöpft wird, wo das geschöpft wird und... Von unserer Seite, liebe Grüße. Genau, liebe Grüße aus Hinterrappelen. Ja, aus dem Kanton Bern. Und natürlich auch von mir, von Herz zu Herz. Und danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und alles Liebe.